Wie benutzt man den Akkusativ? Wir benutzen den Akkusativ nach Präpositionen und nach Verben. Es gibt reine Akkusativpräpositionen. Das sind diejenigen, die man immer und in jeder Situation mit dem Akkusativ gebraucht. Und es gibt Wechselpräpositionen. Diese benutzt man mit dem Dativ oder dem Akkusativ je nach Situation. Auch bei Verben haben wir welche, die man nur mit einem Akkusativobjekt benutzt. Das sind übrigens die meisten. Und auch solche, die zwei Objekte brauchen, eins im Dativ und eins im Akkusativ. Zum Glück sind das nur wenige. Außerdem gibt es Verben, die man mit einer Präposition und einem Akkusativobjekt gebraucht. Darüber hinaus gibt es auch noch Zeitangaben im Akkusativ. In den nächsten Videos arbeiten wir alles durch, eins nach dem anderen. Das war's! Noch Fragen? Dann frag Amalia!